So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vom Formel 1 2021 mit dem Breaking Point. Bei der letzten Folge, die erste, haben wir ja gesehen, dass der Aiden aufgestiegen ist und der erste Rennen mit dem Teamfahrer, fällt mir den Namen leider nicht ein, etwas verloren hat. Und wir starten jetzt hier weiter. Und ein Anruf. Ryan. Wir müssen reden. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Hör zu, wegen vorhin. Ich hatte alles unter Kontrolle und dann. Lass uns nicht jetzt darüber diskutieren. Das kann bis zur Besprechung warten. Ja, okay. Ich meinte eigentlich deine kleine Begegnung mit Kaspar und Butler im Fahrerlager. Oh, wow. Hat sich schnell rumgesprochen. Die Fahrer reden viel, Aiden. Und ich hab Ohren wie ein Luchs. Also, Butler ist ein Clown. Sein Ego ist größer als. Naja, mir fällt nichts ein. Ignoriere ihn einfach. Danke, Brian. Kaspar ist was anderes. Er ist zwar manchmal ein bisschen reizbar, vor allem nach einem Rennen, aber ihr müsst zusammenarbeiten. Dieses Manöver heute war nicht meine Schuld, Brian. hat uns Punkte gekostet. Ich will ehrlich sein. Viele im Team sind enttäuscht von dir, Aiden. Und Kaspar werde ich dasselbe sagen. Also lernt was daraus und kommt drüber hinweg, damit das nicht nochmal passiert. Wir sehen uns bei der Besprechung. Jo. Da sind die ganzen Schlagzeilen. Neue Post. Start für Jackson, eine Rennung zum Vergehörsten für das ganze Team. Jupp, jupp, jupp. Hey Aiden, dein Styling und Make-up-Leute werden Punkt 9 bei deinem Hotel ankommen. Ich weiß, du hast gesagt, du brauchst sowas nicht, aber der Kunde besteht drauf. Um 10 wird dann das Auto da sein, das dich zum Drehort bringt. Dort triffst du dich dann mit den Leuten von den Garderoben. Ich habe mir ein paar Deluxe, die sich vorstellen, angesehen. Versuche für alle offen zu sein. Tut mir leid, dass ich dich so zutexte, aber dafür ist so eine gute Assistentin immer da. Ich rufe dich morgen früh an und wir sehen uns dann am Set. So, aber schauen wir mal das Belohnung. Okay, dann starten wir meine nächsten Kapitel. Kapitel 2. In der rasanten Welt des Motorsports sind nun alle Augen auf den Grand Prix von China gerichtet. Es ist das vierte Rennen der Saison von 2020 und Aiden Jackson und AlphaTauri wollen schnell in eine gute Form finden. Wir sind beim großen Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Aiden Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wirkt diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen. Er geht innen rein in die Heimnadelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen von der Strecke. Was war das, Kasper? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Aiden, bleib am Ball. Volle Konzentration. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen macht dem jungen Fahrer erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark beschädigt zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Dann versuchen wir mal. Der Wagen scheint okay zu sein, Aiden. Versuche ein paar Plätze zurückzuerobern. Was sollte das eben? Das holst du wieder auf, Aiden. Das war nicht in Ordnung. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Also 4 Plätze haben wir verloren. So, darf ich mal, Norris? Vielen Dank. Nein, 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 nein. Du kommst nicht vorbei.
Ach, verdammt. So, jetzt bin ich gut weggekommen. Naja. So, so wie die letzte Folge war, ich rede kaum beim Rennen, weil muss ich ein bisschen fokussiert sein. Aber ihr kennt ja schon. Durch meine Assassin's Creed Playliste allgemein. Tut mir leid, wenn ich hier mit dem Kopf mitspiele. Also Ocon, mach mal Platz da bitte. Zack. Ein Nachzügler. Liste Russell. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Also Russell, mach mal Platz da bitte. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Also Sektor 1 war ziemlich gut. So, Science muss ich noch überholen. Also Sektor 2 war auch sehr gut. Und in der Coffee Bowl. Oh nein, nein, nein. Hey. So, jetzt ist Ackermann vor mir. Und, hole ich noch was raus? Nein, leider nicht. Ackermann, lass mich da durch. Stimmt, Ackermann hieß der ja. So, jetzt bin ich durch. So, P10 bin ich jetzt. Hey, du bist in den Top 10. Immerhin.
Schade, hätte ich klappen können. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da ist mal eine schöne Turbolade hier. Ups. Eieieiei. Aha, verdammt. Ati, Alporn. Oder ja, Alporn. Gut gemacht. Super überholt. Okay, dabei war ich ein bisschen zu spät dran. Jetzt schaffe ich noch einen Achterplatz zu holen. Okay, Sektor 1 habe ich hier grün. Will den Butler noch überholen? Wenn ich schaffen werde, yep. Also in der Kurve bin ich richtig gut. ERS-Zone. Nur noch Benzin für eine Runde. Oh, das habe ich richtig gut genommen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Auf geht's. So, überholt. P7. So. Also Bottas hat gewonnen. Da war ich ein bisschen zu schlecht. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Also bis gleich. Also da gibt es schon mal viel zu besprechen. Und dass die beiden Alpha Tauri-Fahrer wieder kollidiert sind, ist kein gutes Zeichen. Das sieht bei den beiden noch etwas chaotisch aus, Heiko. Sie sind eben erst seit kurzem Teamkollegen.
Dieser Reifenkontakt, hätte der vermieden werden können, Stefan? Ja, es sah ein bisschen so aus, als wollte Ackermann ein Zeichen setzen. Er hat Jackson hier nicht viel Platz gelassen. War das ein unheilvolles Vorzeichen? Ich hoffe nicht. Das war's von uns hier in China. Bis zum nächsten Mal. China. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. So, Kapitel 2. Nach einem ereignisreichen Grand Prix von China gibt es immer mehr Spannung bei AlphaTauri. Denn während eines aggressiven Überholmanöver des Veteranen gibt es einen weiteren Kontakt zwischen Jackson und Ackermann. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar, komm schon, Mann, du... Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Mann, du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich. Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! So ein Arroganter. Neue Belohnung, Belohnung erhalten. Also immer noch Spannung zwischen uns. Mails. Ein Anruf schon wieder. Das ist die Mutter wieder. Hallo Mom. Hi Mom. Hallo, ich habe das Rennen gesehen und wollte mich mal melden. Was gibt's? Ich wollte dich nur loben, so wie immer. Oh, okay. Ich habe gesehen, was mit Kaspar passiert ist. Unglaublich, dass er keine Strafe gekriegt hat. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Und Kaspar? Was hat er dazu gesagt? Nichts. Er spricht nicht mit mir. Vielleicht solltest du es weiter versuchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Denk daran, was deine Großmutter immer gesagt hat. Bei Schlachten, die nicht gewonnen werden können, kämpft man am härtesten. Bin mir nicht mal sicher, ob das Sinn ergibt. Naja, egal was da los ist, lass dich nicht verrückt machen. Und ruf mich später an, okay? Mach ich. Nur damit du Bescheid weißt, die Nachbesprechung heute Abend wurde um 20 Minuten verschoben. Du hast also ein bisschen mehr Zeit. Außerdem machen sie mehrere Leute Sorgen wegen dem kleinen Zusammenstoß von dir und Casper heute. Und Franz wird wohl auch nicht gerade begeistert sein. Also mach dich auf ein paar strenge Worte gefasst. Ich hab das heute bei... bisschen langsam reden, Kumpel. Ich hab das euch beiden schon mal gesagt. Ihr müsst anfangen zusammenzuarbeiten. Für uns steht eine Menge auf dem Spiel und wir können das nicht dadurch riskieren, dass ihr ständig aneinander geratet. Die Presse redet schon darüber, also bitte reißt euch zusammen. Wir sehen uns am Meeting. Pünktlich oder sei pünktlich. Nur ein paar Dinge, die ihr schnell
rüberschicken wollt. Okay, das ist eigentlich sehr unwichtig eigentlich. So, dann starten wir das nächste Kapitel. Kapitel 3. Die Zwischenfälle mit seinem Teamkollege Casper Ackermann auf und abseits der Strecke haben Aiden Jackson einen schlechten Start in seiner Debütsaison in der F1 beschert. Kurz vor dem Grand Prix von Frankreich will Jackson nun unbedingt wieder in die Form finden, die ihm in der F2 so viel Erfolg eingebracht hat. Es ist ein toller Tag für ein Rennen hier in Le Castellet und die Fahrer treffen letzte Vorbereitungen auf dem Starterfeld. Hoffen wir also auf einen spannenden Wettbewerb hier beim Großen Preis von Frankreich. Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den zwei Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone von Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Willkommen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. Es ist das 10. Rennen der Formel 1-Saison 2020 und die Rangfolge in der Tabelle nimmt so langsam Gestalt an, Stefan. Ja genau, an der Spitze kämpfen die drei Top-Teams um die Führung, also alles wie erwartet. Ein bisschen unberechenbarer sieht es im Mittelfeld aus, aber man kann wohl sagen, dass Alpha Tauri nicht ganz so gut abschneidet wie erwartet. Vielleicht, weil die beiden Alpha Tauri-Fahrer sich gegenseitig die Punkte streitig gemacht haben. Es gibt aber noch so viel zu gewinnen und ein großer Teil der Saison liegt noch vor uns. Also sehen wir mal, wie es sich entwickelt. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Leclerc, Sergio Perez und Ricciardo, Norris, Vettel, Sainz und Lance Stroll, Ocon, Ackermann, Devin Butler und Albon, Magnussen, Raikkonen, George Russell und Aiden Jackson, Giovinazzi und Nicola Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, jetzt geht's hier. Okay, die Saison hat nicht ganz so begonnen, wie wir es gerne hätten. Aber wir haben heute die Chance, ein bisschen aufzuholen. Halt dich vom Ärger fern und zeig, was du drauf hast. Viel Glück, Aiden. Werde ich viel haben. 13 Runden. Welches ausgerottet? Das ist der untere ist geplant. 20 Minuten. So. Let's go. Hab jetzt so gute Plätze gemacht. Oi. So. Muss ich noch Norris überholen und dann habe ich sonst alle. Glaube ich. Aber sogar, glaube ich, Ackermann auch überholt, oder nicht? Nicht rausfliegen. Und Sainz muss ich auch noch überholen. Uiuiuiuiui. Aber die erste Runde
habe ich ordentlich aufgeholt. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Also 10 Plätze, glaube ich, waren es, wenn ich mich nicht täusche. Warnung. Oder Sektor 1 Violett. Das war nicht gut. Grüner. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Ah, Vettel, was machst du denn da? Trotz, ob ich jetzt ein Mittelfett ausgewählt habe, will ich nicht sagen, dass es jetzt ein bisschen einfacher ist, sondern auch ein bisschen anstrengend. Oh, verdammt. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Aber keine Bewarnung bekommen. Sainz habe ich. Fehlt nur Ricardo noch. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,4 Sekunden. So, Perez. So. Die Top 3, die sind weit, weit weg. Ja, überholt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in diese Runde zum Boxenstopp muss. Aber sieht nicht so aus, hoffe ich nicht. Nee. Ich hoffe, in der nächsten Runde, glaube ich.
Jo. Grüner. Ja, jetzt mache ich ein bisschen Fehler hier. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Laute Vermutungen von euch. Werde ich mal beobachten. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Also zu, die Runde und die nächsten zwei Runden, beziehungsweise drei. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,6 Sekunden. Jetzt haben wir 3,6. Ich merke schon, dass er ein bisschen Grip verliert. Komm, ich gehe in die nächste Runde rein. Okay, zwei sind im Boxenstopp. Bottas und Verstappen. Bottas wäre nächste Runde. Okay, der hat auch ein besseres Auto als ich. Also gehe ich definitiv in diese Runde in der Boxenstopp rein. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen schön genommen. Wappalapapap, bitte warten, es ladet. Natürlich ist der ein bisschen schneller, natürlich. Klar. Komm, Leute, ja, passt. Kaspar kommt in die Boxengasse. Let's do it, oh nein. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Aber bin ich ein bisschen näher jetzt in der Top 3.
Meine Strategie war schon gut. Bremser. Leistung. Ja, typisch für Verstappen. Wenn ich noch schaffe, ich denke schon, aber gerade Ende der 8. Runde. Sieht gut aus. Nur noch Hamilton, wenn ich noch schaffe. Ja, wird wahrscheinlich die Folge ein bisschen länger dauern als geplant. Aber sei es rum. Hamilton, ich sehe dich. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Also noch 3 Runden. Du gewinnst mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Ja, das sehe ich auch fast nichts mehr. Sehe ich schon noch was, aber... Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Danke für Platz machen, Hamilton. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen was verloren. Oder auch nicht. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran!
bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Zack. Den habe ich gut erwischt. Und was sagt Zwiebel? Oh. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 35,0 Sekunden. Vorletzte Runde, Leute. Ui. Hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,3. Ja, bei der letzten Runde war ja noch neue Reifen. Jetzt in dieser Runde alte Reifen. Oder Medium. Ab geht's auf die letzte Runde. So. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Zack. Ja, war das schöne. Aber da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Schaue jetzt nicht ein bisschen besser zu machen. Oder doch? Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Eine souveräne Leistung heute von Alpha Tauri. Für die großen drei ist alles beim Alten, aber im Mittelfeld gab es hier in Frankreich ein bisschen Bewegung. Es war auf jeden Fall ein viel besseres Ergebnis von Alpha Tauri. Sie sollten eigentlich öfters so gut mithalten können. Wenn die Form stimmt, können sie es mit jedem der Teams im Mittelfeld aufnehmen. Was sie heute klar bewiesen haben. Jetzt wird es Zeit für die Siegerehrung. Könnte es einen verdienteren Sieger geben? In diesem Team bekommen junge, talentierte Fahrer die Gelegenheit, Rennen zu fahren und zu gewinnen. Alpha Tauri geht heute als Sieger hervor.
So muss es sein. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Aiden, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es aufs Treppchen geschafft. Das war ein fantastisches Ergebnis für Sie und Ihr Team. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich habe Ihnen gezeigt, ich wurde auch vor eine Herausforderung gestellt und habe bestanden. Also eine Teamleistung, ich sitze nur am Steuer. Das war ein fantastisches Ergebnis heute und ich finde, wir haben es alle verdient. Ich freue mich nur, dass ich das fürs Team nach Hause fahren konnte. Also, das war wirklich ein tolles Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das hier Ihre erste Saison in der Formel 1 ist. Würden Sie sagen, Sie haben sich hier jetzt eingewöhnt? Auf jeden Fall, für mich war das nie ein Problem. Änderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Ich habe heute bewiesen, dass ich mit einem F2 Politen, genauso gut fahren kann wie in der F2, egal was andere darüber sagen. Es gibt immer diverse Hindernisse und man weiß nie, was einen als nächstes erwartet. Veränderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Das Team scheint zufrieden zu sein. Es gibt also derzeit keine Spannungen im Team. Wir konnten alle sehen, dass Sie und Kasper im bisherigen Verlauf der Saison auf Konfrontationskurs waren. Liegt das jetzt hinter Ihnen? Wenn es noch ein Problem gibt, liegt es an mir. Nicht nur, es gibt wohl immer auch so etwas wie eine Eingewöhnungsphase, ganz egal, wer dein Teamkollege ist. Eine starke Persönlichkeit gehört bei diesem Job mit dazu. Es gibt zwar Meinungsverschiedenheiten, aber die kriegen wir schon in den Griff. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, die Zähne, ne? Aber immerhin haben wir jetzt ein paar Punkte eingeholt. So, Kapitel 3. Jackson hat beim Grand Prix von Frankreich eine solide Leistung abgeliefert. Und die Position von AlphaTauri als ernstzunehmenden Gegner, der viele Teams im Mittelfeld der F1 gefestigt. Sehr zur Freude der Teamleitung und der Fans. Und hiermit beende ich auch mal die Folge für heute. Beziehungsweise je nachdem wie es ist, welche Tag abends. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Bis demnächst. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt.